Moin Leute, Corlas hier. Willkommen zurück zu No Man's Sky Hardcore Permadeath Run. Part Nummer 3 von Season 2, beziehungsweise Part Nummer 63, wenn man noch so will. Heute sind wir mit dem Omega-Flitzer hier unterwegs. Wir verfolgen auf jeden Fall noch die... wir verfolgen auf jeden Fall noch die ganzen Questlines. Haben wir jetzt erstmal schön die Piraten bamboozelt. So, die Frage ist, wie wir den Omega-Flitzer auch ausschaffieren. Ich muss hier nochmal gucken, ob es hier noch was Interessantes zu holen gab oder nicht. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Nö. Zyklotron ist zwar irgendwo ja, aber nein. Das heißt im Endeffekt, wir machen uns auf, Quests zu verfolgen. Am ehesten auch die Sterngeburt-Quest. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal zur Siedlung hin. Und dann mal gucken. Emerald-Antrieb. Ernsthaft. Sekunde. Kann ich mir den leisten? Nein, ich bräuchte... Muss dann nochmal eben landen. Ich brauche gerade noch ein bisschen Kabelbaum. Die Frage ist, können wir noch was anderes eben installieren? Nein, nix ohne tonnenweise Kabelbäume. Wundert mich, dass ich eigentlich auch gar keinen mehr habe. Konfliktscanner können wir tatsächlich installieren. Goldene Spur brauchen wir nicht. Die Frage ist... Nee, das wäre auch zu schön gewesen. Dann kaufen wir mal eben ein paar Kabelbäume. Das Geld haben wir auf jeden Fall. 24, ja, können wir uns eigentlich alle gönnen, ne? Brauchen wir ja eh. Dieses Hovern von dem Raumschiff ist halt schon echt nice, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Teleportempfänger brauchen wir auf jeden Fall auch. Können wir auch schon mal installieren. Dann Emerald-Antrieb. Dann brauchen wir Indium-Antrieb. Und wir brauchen den Cadmium-Antrieb. Dann können wir nämlich alle bereisen. Was eine gute und wichtige Sache ist. So, Phasenstrahler Yeti schon mal weg. Weil den möchte ich auf gar keinen Fall spielen. Machen wir das einmal so. I guess. Beziehungsweise eigentlich möchte ich, wenn dann eher ein Angriffsschild darauf positionieren. Ein Angriffsschild, ein Angriffs... eine Waffe. Und das Schild möchte ich auf jeden Fall auch turboladen. Das können wir aber auch machen.
Sonst noch was, was ich umpositionieren muss? Sonst eigentlich nichts, ne? Habe ich keinen Hyperantriebs-Warp-Kern mehr? Jetzt schon. Jetzt brauche ich Tritium. Na gut. Können wir auf jeden Fall uns nochmal eben organisieren hier. Das ist ja auch um die Ecke. Einfach ein paar Asteroiden gerade farmen. Sind die alle One-Shot? Können auch nochmal scannen, dann werden die Tritium-Reichen direkt angezeigt. Okay, ich denke mal, das reicht jetzt aber. Das heißt, wir machen uns jetzt auf, bevor wir da jetzt abgefuckt werden. Konflikt ungestüm. Machen wir uns da einmal hin unterwegs. Ja, macht ihr mal. Ich bin weg. Weg, 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 weg. Also man muss halt sagen, der Omega-Flitzer bzw. das Expeditionsraumschiff ist halt schon echt nice. Das gefällt mir vom Style einfach richtig gut. Oh, fuck me. Ja, mit dem Raumschiff brauche ich mich jetzt nicht mit denen anlegen, actually. Dafür ist es noch zu wenig ausstaffiert. Lasst mich in Ruhe, danke. Ihr könnt dafür den Frachter haben, ist mir egal. Dann packen wir hier... Achso, ich habe den Frachter gerade nicht hier, deshalb kann ich das nicht installieren. Na gut. Dann erstmal nochmal Anzug upgraden. Ne, ich nehme aktuell noch Inventarslots. Dann gucken wir mal hier, was er uns denn zu geben hat. Raumschiffschild, S-Klasse, nehmen wir auf jeden Fall. Ja, da brauchen wir nicht gucken. So, jetzt ist halt die Frage, wie positionieren wir das Ganze? Am ehesten so. Und dann halten wir jetzt nochmal Ausschau. Da. Da müssen wir hin. Können wir sonst gerade noch irgendwas hier auch reinbasteln? Könnte man einen Wirtschaftsscanner jetzt machen? Ne, Mikroprozessoren fehlen uns gerade.
dafür? Nö, haben wir auch nicht. Irgendwas Interessantes? Ah ja. Das Reflexionsding wieder. Jetzt bekommen wir nochmal ein paar Naniten. Schade, dass das immer so wenig sind. Wäre mal witzig, wenn das mal irgendwie so mal 2000 oder 20.000 irgendwie wären. Würde uns auf jeden Fall auch nochmal helfen. Aber wir werden uns auf jeden Fall nochmal auf die Suche machen nach unkontrollierbaren Schimmel bzw. merkwürdigen Vorkommen. Da brauchen wir ja im Endeffekt nur in Anführungsstrichen extrem paar Planeten. Also von daher werden wir auf lange Sicht auf jeden Fall kriegen. Ich hatte echt gehofft, dass wir es noch in Season 1 hinkriegen. Ich hatte auch gehofft, dass wir es ziemlich am Anfang in Season 1 hinkriegen. Weil das Witzige ist, in der Omega-Expedition habe ich es im dritten Planeten oder so ein Vorkommen gefunden. Hallo. Achso, das hatte ich schon. Okay. So. So, erwarte Biogenese-Material. Eine Bewusstseinsbrücke, bitte. Sie erzeugt, gebärt einen Haufen an Zellen, eine Art Protogewebe. Welches Zweck hat diesen uralten Korax? Okay, fragiler Nervenstamm. Nice. Warte, bis der Nervenstamm ausgewachsen ist. Wie lange muss man da dann nochmal warten? Stand da nicht dabei. Das ist natürlich super. Achso. Okay. Also die Quest können wir dann erst später wieder weitermachen. Kehre zum Wasser zurück, ja. Ist ja schön, dass ich zum Wasser zurückkehren soll, aber welcher Planet? Ist das egal? Mal gucken. Scheint egal zu sein. Dann machen wir das doch gerade einmal so. Ah, okay. Dann landen wir erst. Wo ist denn möglichst viel Wasser? Hier vorne, ne? Ja. Dann geht's hier mal hin. Dann können wir unseren Nautilon einmal wiederholen. Oh, eine Hexerbeere nehmen wir auf jeden Fall auch wieder mit. Wenn wir sie schon direkt da haben. Gucken wir hier doch nochmal in der Umgebung, ob wir hier noch was Interessantes haben. Eher nicht so. Dann rufen wir doch mal unserem Frachter. Ja, ups. So wollte ich die jetzt gar nicht abbauen. Exofahrzeug. Ja, bitte. Kann das mal bitte nicht weg.
Ziel außerhalb des Systems. Ernsthaft? Was ist das? Ein verlockendes Exemplar. Ah ja. Also, doch wieder weiter. Wobei wir dann eigentlich eben einmal einen Zwischenstopp bei der Siedlung einlegen können. Einmal zur Siedlung hin und einmal wieder zurück. Ist Elfrachter, da ist Elfrachter. Sehr schön. So, und dann können wir das mal eben noch hinpacken. Da. So, dann haben wir nämlich jetzt auch eine gute Manövrierfähigkeit. Dann können wir hier einmal eben speichern. So, wobei, warte. Erst einmal nochmal eben abernten. Wir wollen ja auf jeden Fall Stasi-Geräte und so weiter demnächst mal machen. Da brauchen wir ein paar Mats für. Deshalb sollten wir die jetzt erstmal wieder regelmäßig abfarmen. Achso, Nip-Nip kann ich doch jetzt auch mehr anpflanzen. Und was war das hier? Das war ein Kaktusfleisch. Da habe ich aber genügend. Was brauche ich noch? Davon brauche ich nicht so viele. Bro. Geht's dir gut? Ja. Selfie time? I guess, oder? Lächeln. Solanium haben wir. Eigentlich haben wir soweit alles. Einzige, was wir vielleicht noch mit dabei machen könnten, wären halt wirklich Pilzgeflechte, wa? Oder hatten wir hier auch noch welche? Gerade noch mal kurz gucken, aber ich glaube, Pilzgeflechte fehlen hier noch. Ja. Dann packen wir da jetzt einfach nochmal eben zwei Pilzgeflechte rein. Da packen wir auch noch da mit dran. Dann speichern wir den Bums nochmal eben. Erste Hilfe und Gefahrenschutz können wir nochmal eben aufladen. Und dann geht's einmal kurz zur Siedlung. Da müssen wir wahrscheinlich jetzt sowieso erstmal ein paar Wächter eliminieren. Dann geht's zurück zum Frachter und dann gucken wir mal, dass wir die Quest wieder verfolgen.
wenn's denn mal lädt. Und vor allen Dingen, ich hoffe mal, dass es auch nicht rumbackt, wenn wir zurück zum Frachter sind. Weil das hatte ich jetzt im Normal Run mal, dass ich mich zurück zum Frachter teleportiert habe, der nicht geladen war. Und dann bin ich auch erstmal schön im Weltraum gelandet und gestorben. Das Symbol ist auch ein bisschen sehr weit weg, oder? Streit zwischen Bürgern schlichten. Technologie, Kaufmann, Netvi. Bezichtigt planetarer Sklave Letritioa. Letratioa? Persönliches Radar an den Systembehörden vorbeigeschmuggelt zu haben. Der Beschuldigte ist für nicht provozierte gewalttätige Ausbrüche bekannt. Ah ja. Ja, dann kriegt er mal einen drauf, wa? Und Besucher begrüßen. Arbeiter-Gag Ubuntu. Er scheint mit einer überschwänglichen Geste. Er zeigt seinen Handelsausweis und bietet folgende Pläne zum Kauf an. Hochtoriger Getränkeautomat. Nur ein Getränkeautomat ist immer tendenziell ganz gut, oder? Siedlungsschulden sind ja tendenziell erstmal Wurst. So, Elbwächter, wo seid ihr? Alter, jetzt laufen die... Aua. Geh weg. Okay. Was haben wir? Die Mission haben wir auch gleich damit erfüllt. Auch gut. Noch was? Nö, ne? Dann können wir hier mal eben gucken. So, ist auf jeden Fall leider immer noch eine C-Siedlung, aber ist erstmal nicht so super dramatisch. So, müssen wir noch irgendwas managen? Eigentlich nicht. Das heißt, jetzt geht's einmal wieder zurück zum Elfrachter. Und vom Frachter aus machen wir uns dann auf den Weg zur Quest und dann eigentlich auch mal wieder ein gesetzloses System. Alter, weil ich brauche ein paar Upgrades für die mehr oder weniger neuen Raumschiffe. Also für die beiden neuen, für den Omega Flitzer und für den Lucky Strike. Damit wir die ein bisschen ausstaffieren. Dann geht's mal hier runter. Und Omega Flitzer, wo bist du? Da. Wir könnten hier auch noch die richtige Quest aktivieren, dann wissen wir auch noch, wo wir hin wollen. Schrägstrich müssen. Galaxy Katos. Konflikt hoch. Dann hoffen wir mal, dass wir da jetzt nicht so ein Piratenfrachter-Battle haben. Wäre ein bisschen doof.
Weil mit dem Raumschiff können wir aktuell zumindest noch nichts dagegen machen. Ach, fuck me, Alter. I mean, ich kann es versuchen, ne? Aber könnte ein bisschen risky sein, tatsächlich. Oh mein Gott. Ja, mit 400 ist es schon echt ein bisschen schwierig, ne? Also angeblich kann man den Frachter auf zwei Arten für sich gewinnen. Art Nummer 1 ist die Waffen irgendwie ausschalten. Art Nummer 2 ist den kurz vorm Explodieren bringen. Oh Gott. Na komm. Es ist halt mit den Konfliktstufen ein bisschen schwierig. Ja, der wird abhauen jetzt, ne? Hätte ich vielleicht vorher noch den Warp-Antrieb wegmachen sollen. Na, der haut jetzt gleich ab. Ja, schade. Das Raumschiff ist halt leider noch zu schlecht ausgestattet. Aber keine Sorge. So ein Piratenschiff kriegen wir auch noch hin. Das ist halt das Risky, wenn ich mit... Also das Bescheid, wenn ich mit den noch nicht ausstaffierten Raumschiffen unterwegs bin. Da macht's das ein bisschen anfälliger für solche Sachen. Aber das Abfarmen von den Piratenfrachtern machen wir auf jeden Fall auch einmal. Wir wollen uns ja so einen gönnen. Hyperantriebmodul S-Klasse nehmen wir mit. Da. Jo. Passt. Da brauchen wir nicht gucken. Frage ist, upgraden wir den Platz schon mal? Könnten wir, ne? Zumindest ein paar Slots, actually. Weil da oben den hätte ich gerne. Ah, die beiden schaden auch nicht. Alles andere lasse ich, glaube ich, erstmal. Weil ich habe nicht so ultra viele Sachen davon. Ja, ich habe noch drei. Wir gucken jetzt erst beim Missionsagenten nochmal, ob wir da auch noch was Interessantes haben.
Ja, kann man machen. Alles andere eher nicht. Ja, ich möchte jetzt das aber nicht. Ich möchte das. Also man muss halt sagen, das Raumschiff, von der Kontrolle her, ist es halt ultrasensibel, ne? Ach komm, jetzt ist es wieder weggeswappt. Wo haben wir es denn? Hallo? 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 Da. Was haben wir hier für einen Planeten? Ein brühender Planet. Solanium, Kupfer, Phosphor, Natrium. Auf jeden Fall per se keine Ressourcen, die wir unbedingt brauchen könnten. Dass wir ein gesetzloses Kovacs-System dann nochmal haben. Damit wir die mal wieder ein bisschen mehr begrüßen können. Hallo. Und dann Nautilus. Ist das Absicht, dass die gerade an Land sind? Hier schon wieder. Na komm her. Ich hab euch ja nicht vermisst. So gar nicht, nicht. So, was haben wir denn im Protokoll jetzt? Protokoll lesen. Gefangen. Der Subreaktor hat ein Leck. Es hat mich gepackt, aber jetzt ist es tot. Ihre Augen sind alle geschlossen. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Meine Hand schmerzt. Wenn ich bloß einen Lufttank finden könnte, könnte ich immer noch nach Hause zurückfinden. Protokoll geht weiter. Die Aufzeichnung geht weiter, aber auf ihr ist nichts als stundenlange kratzende Stille zu hören. Das Rauschen der Strömung. Ich habe das quälende Gefühl, beobachtet zu werden. Ich frage mich, wer diese Crew wirklich war. Wahrscheinlich werde ich das niemals herausfinden. Oh, ich habe einen neuen Helm erhalten. Okay. Interessant. Hier ist doch noch so eine, oder? Nee, keiner. Okay. Ich dachte echt, jetzt wäre hier noch so ein Schrecken der Tiefe oder so, wie die Teile heißen. Ja, aber diesmal nicht. Gut, da ist sonst soweit nix. Da sind wir mal durch. Haben wir einen neuen Kosmetik erhalten. Gucken wir uns auf jeden Fall auch einmal an.
Aber erstmal machen wir uns jetzt auf in ein gesetzloses System, außer wir kommen da zufällig sowieso hin. Nö. Dann machen wir kurz mal einen kleinen Zwischenstopp. So, wir könnten mal nach Lebensform filtern. Da haben wir Piraten kontrolliert. Da machen wir uns doch einmal hin. Dann hoffen wir mal, dass wir da ein paar vernünftige Sachen bekommen. Zum Aufwerten von unserem Raumschiff. Damit sowas wie gerade nicht nochmal passiert. Oh Gott. 147 Millionen haben wir, das können wir auf jeden Fall auch noch alles dann in Naniten noch mit umwandeln. Dann haben wir es ein bisschen schöner, dann gucken wir gerade mal, ob die hier auch noch ein Multiwerkzeug bieten können, was nicht schlecht ist, aber das sieht nach einem B-Klasse aus. Oh, C sogar nur. Dann gucken wir uns hier doch eben noch einmal den Helm an. Kopf. Haube der Freiheit, Flüchtlinge, Helm des Wanderers, verlorene Tiefseekugel. Ach, das Ding ist das. Okay. Ja, das ist nicht so nice. Helm der Freiheit ist halt nice. Fürchteinflößendes Helmvisier ist nice. Wanderer ist okay. Atlas Kopfschild gefällt mir eher, ehrlicherweise am besten. Nochmal ein Anzug-Upgrade. Und gucken wir mal, was er hier so zu verticken hat. Leider schon mal keine Reparatursets, was ein bisschen sehr schade ist. Weil eigentlich könnte ich die gleich alle ins Raumschiff packen, ne? Und actually kaufe ich aber auch noch eben ein paar davon. Raumschiff. So, dann machen wir hier den ganzen Bums mal auf. Angucken tun wir uns das nachher. Erst einmal alles aufmachen. So. Verdächtiges Minenlasermodul. Könnte halt nice sein. Ist okay. Hat zumindest vier Eigenschaften. Raumschiff-Schildmodul. Bitte über 30. 14. Okay. Nice. Impulswerfer brauchen wir nicht. Positronenmodul bräuchten wir allerdings nicht für den, sondern für den anderen. Plasmawerfer, Impulsantrieb könnten wir uns nochmal angucken, ob der was kann oder ob der nix kann. Der kann nix. Geologiekanone brauchen wir nicht. Verdächtiges Scanner-Modul. Okay, kann auch nichts, kann also auch weg.
Dann können wir die ganzen Sachen hier mal wieder verticken. Was bietest du denn? Neutronenkanonenmodul, das könnte tatsächlich nice sein. Minenlasermodul nehmen wir auch einmal mit. Schildmodul nehmen wir mit. Der Rest ist aber uninteressant. Elf Prozent Schaden ist halt so viel besser, ne? Ja. Kann leider wieder weg. Schade. Minenlasermodul haben wir nochmal. Können wir sogar ergänzen. Oh, Treibstoffeffizienz. Wow. Richtig bad. Was haben wir hier? 8%. No Man's Sky gönnt mir ja wieder richtig, ey. Na guti. Aber ich würde sagen, hier machen wir einmal einen Cut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Rest der Woche. Bis dann. Adios. Ciao.